Jetzt zu unserer neuen Serie Darf ich bitten? Eine Serie für alle, die Tanzen lieben oder Tanzen lernen möchten. Den Anfang machen heute die Kleinsten, die in dieser Woche mit den Kindertanzkursen begonnen haben. Hände hoch, alles bewegt sich, alles dreht sich und los geht's! In der Volksschule St. Veit in Graz-Andritz hat diese Woche der Kinder-Zumba-Kurs begonnen. Wobei es in diesem Fall kein Fitnessprogramm ist, sondern die Kleinen auf spielerische Weise ihren Bewegungsdrang ausleben können. Der Spaß steht im Vordergrund und trotzdem macht's Sinn. Die lernen Koordination, weil Tanzen ist sehr viel mit Koordination zu tun und auch wenn man schön steht und Körpersprache und das, finde, das bringt sehr viel fürs Leben. Für die Kinder ist in erster Linie wichtig, dass sie herumspringen können, wobei ins Schwitzen kommt man schon. Wir haben so getanzt und auch so mit den Händen auch Figuren gemacht. Dass man alles gleich macht, war schwierig. Ordentlich geschwitzt wird auch im Turnsaal der Volksschule Zeltweg. Aus der gesamten Region kommen die Kinder hierher zum Tanzkurs. Die Jüngsten sind erst 3 Jahre alt. Wenn man kleinen Kindern zuschaut, die jetzt keinen Kurs gemacht haben, die stehen, wenn Musik ist, wackeln und drehen sich. Tanzen ist ein ganz natürliches Bedürfnis eines Menschen. Dieses Bedürfnis wird ganz gezielt gefördert. Die Kleinen lernen Rhythmus und Taktgefühl oder auch sich im Raum zu orientieren. Die Kurse dauern zwischen 30 und 55 Minuten und sind kindgerecht aufbereitet. Man könnte sich auch hinschauen und sagen, jetzt kommt der Schritt, jetzt kommt der Schritt. Aber ich glaube, das würde weder den Kindern noch mir Spaß machen, weil das Schöne ist, in dem Moment, wo ich mit den Kindern herumtolle, bin ich selber wieder Kind. Und die meisten Kinder tanzen später auch weiter, entscheiden sich vielleicht auch Standard- und Lateintänze zu erlernen, wie diese jugendlichen Paare hier. Man muss immer sofort los tanzen, wenn man irgendein cooles Lied im Radio hört. Wenn wir tanzen, es ist, wir müssen aufpassen von den Füßen und das, und dann musst du auf Musik tanzen. Um die Technik optimal zu lernen, ist beim Tanzkurs vor allem eines wichtig: Abwechslung. Man darf nicht zu lang vielleicht auf einem Thema hängen bleiben, also Fußtechnik, Ferse, Ballen, diese Dinge sprechen wir natürlich an. Denn im Vordergrund steht natürlich immer der Spaß.